Ich heiße Sie herzlich willkommen hier im neuen Palais, einem ganz ungewöhnlichen, außergewöhnlichen Schloss der preußischen Schlösser und Gärten. Es ist ein Schloss, in dem Friedrich der Große sich so extrem eingemischt hat in jedes Detail wie in keinem anderen Schloss. Wir befinden uns hier in der sogenannten fleischfarbenen Kammer. Das nimmt auf die Wandfarbe Bezug, die so ein bisschen wie Fleischfarbe aussieht. Es ist das erste Vorzimmer zur Privatwohnung des Königs. Ein fabelhafter Raum mit einer hölzernen Wandvertäfelung, reich geschnitzt, und es fällt auf, überall stehen Vasen. Es stehen Porzellanvasen auf Konsolen, und das sind Meißener Porzellanvasen. Friedrich hat dieses Schloss gebaut, kurz nachdem ein ganz wichtiger Krieg für ihn zu Ende ging, der sogenannte Siebenjährige Krieg, 1763 zu Ende gegangen, und zwei Jahre später ist auch dann dieses Schloss mit diesen Räumen hier entstanden. Diese Vasen hat er in diesem Krieg als Kriegsbeute mitgenommen, denn er hat Sachsen besetzt und die Manufaktur Meißen liegt in Sachsen. Und hat der König tüchtig zugegriffen, Bestellungen gemacht, dann aber nie bezahlt und das ganze Warenlager auch noch ausgeräumt. Und darunter waren eben eine ganze Menge von über 40 sogenannten Schneeballvasen. Auf die komme ich noch kurz zurück. Aber was für uns sehr wichtig ist, das heißt, er hatte die Vasen, bevor das Schloss hier stand. Mit anderen Worten, dieser Raum ist genau für diese Vasen erst konzipiert und gestaltet worden von seinen Architekten. Das kann man natürlich eben an den Konsolen sehen, aber man konnte es ursprünglich im 18. Jahrhundert auch noch an einer anderen Verbindung sehen. Denn das, was heute so ein bisschen bräunlich an der Wand ist, war ursprünglich sehr viel rosafarbener. Und da haben wir mal Tests gemacht an der Wand, wo man das sehen kann, noch dieses Rosa. Und alles, was jetzt so cremefarben-beige aussieht, war ursprünglich richtig weiß. Das heißt, die Hauptfarben von diesen Schneeballblüten, die wir auch noch im Detail sehen, nämlich innen ein bisschen mit Rosa gemalt und eine weiße Blüte, genau dieser Farbklang hatte auch der Raum mit ganz reichem Blütenschmuck, plastischem Blütenschmuck, also eine unerhörte Einheit aufeinander bezogen. Heute, wie gesagt, zeigt sich der Raum nach sehr, sehr vielen späteren Renovierungen, nach Farbveränderungen und einer völlig anderen Nutzung in der Kaiserzeit. Das ist auch der Grund, wieso wir hier kein originales Mobiliar mehr haben. Die Möbel, die hier drinstehen, sind zwar von Friedrich dem Großen, aber aus einem ganz anderen Schloss. Dennoch, wir haben diese Vasen. Diese Schneeballvasen nun sind eine Besonderheit. Es ist eine große Vasenform, die sind wahnsinnig schwer eigentlich, und die ganze Oberfläche ist mit kleinsten Blümchen beklebt, also angarniert im Laufe des Porzellanmodellierungsprozesses. Und wir haben hier beim Kamin sogar noch eine Besonderheit, nämlich im unteren Bereich gibt es Durchbrüche, und wenn man da hineinschaut, ist ein kleiner Piepmanns innen drin, das heißt, es ist wie ein Vogelkäfig gemacht auch noch. Diese Vasen helfen uns, das Rokoko zu verstehen. Wir sind hier in den 1760er Jahren, das heißt immer noch in der Zeit des deutschen, des friderizianischen Rokokos, wenn auch in einer Spätphase. Warum? Eine Vase, müssen Sie wissen, ist im 18. Jahrhundert kein Objekt, um Blumen einzustellen. Eine Vase ist ein reines Dekorationsobjekt. Anders als ein Stuhl, ein Tisch, ein Bett, irgendein anderer Gegenstand, ist es zu überhaupt nichts Nutze, außer einfach schön zu sein und da zu sein. Mit anderen Worten, die Vase ist ein dreidimensionales Ornament und hat deswegen die Künstler über Jahrhunderte enorm inspiriert. Da konnte man völlig frei und wild und musste auf keine Funktion Rücksicht nehmen, eben entwerfen. Nun haben wir hier den Eindruck, es handle sich tatsächlich um Schneeball. Schneeball kennen Sie vielleicht aus dem Garten, Viburnus, eine Pflanze, die aus China kommt. Und man hat so den Eindruck, ja, da hat ein tüchtiger Gärtner mit seiner Schere aus einem großen Schneeballbusch die Form einer Vase herausgeschnitten. Und siehe schon, kommen auch alle Vögel, setzen sich, da gibt es ein Eichelhäher, da gibt es Papageien, die haben Zückerchen und Käferchen, und da ist eine Haufen ist da los. Mit anderen Worten, es ist eine völlig belebte
Oberfläche. Nun ist es aber so, dass das ein ganz künstliches Material ist und hochtechnisch, hochkompliziert zu machen, und es sieht völlig natürlich aus. Kennen wir aus dem Ballett zum Beispiel. Jede Pose im Ballett sieht ganz natürlich aus und alles ist gegen die Natur und gegen die Muskulatur des Menschen gemacht. Also dieses Arbeiten zwischen ganz künstlich und hochnatürlich leger aussehend, das ist ein Kern des Rokoko. Das Rokoko hat zwei Zentren, die Kultur und die Natur. Und das können wir mit diesem Wandschirm hier noch oder Kaminschirm noch vertiefen. Wenn wir mal die Ornamentik anschauen, dann sind das so Schwünge im Grunde genommen, die unser Blick aufnehmen. Das sieht man auch an der Decke wunderbar, an der Wandvertäfelung, man kann das überall sehen. Das sind einfach nur so Linienschwünge und das Auge, weil es nichts gibt, wo man sich festhalten kann optisch, geht da mit, geht da mit, geht da mit. Und plötzlich kommt irgendein Objekt, das man erkennt. Es kristallisiert sich eine Muschel raus oder Blüten kommen da plötzlich raus. Es können auch Vogelflügel sein oder solche Elemente, die in diese Ornamentik hineingestreut sind. Das ist nun sehr, sehr wichtig, weil diese Linien sind wie ein Energiefluss. Die nehmen uns wirklich voll Karacho gefangen und dann kristallisiert sich das. Und das ist ein ganz anderes Verständnis der Schöpfung. Es ist nämlich die Kreation. Das Leben fließt, das wissen wir, das geschieht, es wird geboren, es vergeht, aufblühen, vergehen und so weiter. Das klingt jetzt für Sie vielleicht ganz banal, ist aber ein Ausdruck einer kompletten Veränderung der Naturwissenschaften in den 1730er Jahren, also genau dann, wo auch das Rokoko eigentlich entsteht, weil man sich viel mehr in dieser Zeit damit befasst, wie funktioniert eigentlich die Natur? Also nicht nur, wie ist sie, sondern wie funktioniert sie? Ganz große Denker wie Leibniz und so weiter haben sich damit befasst. Und das ist wirklich hier in diesem Ornamentstil mit eingegangen. Das ist die Abkehr von der göttlichen Schöpfung. Alles hat Gott gemacht, alles ist so, wie es eben ist. Sondern wir wollen wissen, wie funktioniert es? Und da hat man eben in der Zeit den Begriff der Energie, wie wir ihn kennen, auch ganz neu definiert. Und diese Energieflüsse, dieses Werdenvergehen ist hier ganz deutlich drin. Also ein ganz, ganz spannender Abschnitt der Kunstgeschichte, der auch nicht so lange Bestand hatte, weil danach dann plötzlich wieder der Blick auf die eigene Vergangenheit, sprich auf den Klassizismus, auf das, was die großen früheren Völker, die Römer, die Griechen sozusagen hatten, was man aus dem Boden holte in Italien, das ist dann der Klassizismus, eine völlig andere Sache, hat man sich abgewendet wieder davon. Aber so ein kurzes Aufbäumen hat das diese Energieflüsse, und das können wir allein schon an diesen Vasen hier ablesen. Und das ist natürlich eine ganz fabelhafte Sache, dass wir hier in einem Schlossraum sind und wir begegnen Friedrich jetzt nicht als historische Person mit seinen Schlachten, weiß nicht was, sondern auch seinem Umfeld, seinem Denken und der ganzen Wissenschaftskultur, in die er sehr, sehr stark einbezogen war.